Das erste Testspiel dieser Wintervorbereitung für die Fohlen auf dem Fohlenplatz im Borussia-Park gegen den Drittligisten VfB Oldenburg. Die sind Aufsteiger aus der Regionalliga Nord und waren 1996-97 zuletzt in der zweiten Liga. Tobi Sippe mit den Herrschaften Leiner, Friedrich, Janschke, Bensi Baini, Hofmann, Neuhaus, Kone, Reitz, Wolf, Telalovic. Das ist mal die erste Elfe, die Daniel Farke organisierte für diese Partie. Die Fohlen in Weiß, erste Halbzeit von rechts nach links. Und auch gleich mit dem ersten Abschluss nach nicht mal zwei Minuten Stevie Leiner. Da fehlt dir nicht viel. Und wäre natürlich für den österreichischen Nationalspieler eine schöne Geschichte gewesen. Bei wenig Spielanteilen gleich zu Beginn zutreffen. Danach die Partie ja, verteilt. Ist sicherlich optische Vorteile für Weiß. Und dann Bensi Baini gegen 1, 2, 3. Dann kommt der vierte. Kommt nicht drauf. Und auch der Schlussmann kann nichts machen. Traumtor nach 19. Und die Führung für die Gastgeber. Farke hatte gesagt, wir haben jetzt mehrere Wochen nicht gespielt. Deswegen ist jede Minute wertzuschätzen. Das Spiel ist ein seriöser und wichtiger Test für uns. Und so machten die Jungs das dann auch in diesen ersten 45 Minuten. Halbe Stunde, knapp durch. Nächste Situation für Semi Delalovic, den 23-Jährigen, 1,87 lang. Klasse Kopfball angesetzt, aber auch wirklich eine gute Parade von Torwart Militz. Delalovic schon 10 Tore, 6 Vorbereitungen in der Regionalliga West. Dann kurz vor der Pause noch einmal die Gladbacher. Und auch dieser Weitschuss, ja, kein Problem. Die Aktion von Neuhaus, der zurück ist nach Kreuzbandriss, hat ja lange gefehlt. Fehlt ab dem 7. Spieltag. Das war Mitte September. Und dann natürlich die Frage, wie reagieren wir in der zweiten Halbzeit? Skelly, Netz, Hermann, Olschowski, Itakura, Weigel, Erweli, Fraulo neu drin. Und dann nach einer guten Stunde diese Aktion. Player, Latte, Pfosten, Player, erster Kontakt, war gerade eingewechselt worden mit Stindl und Kramer. Das waren dann die letzten drei. Sodass die Elf, die zuvor nicht gespielt hatten, alle ihre Minuten bekamen. Also den dann so billardmäßig an die Latte vom Pfosten abtropfen zu lassen, hohe Kunst. Aber eben nicht das 2:0. Und dennoch setzten die Fohlen nach. Hier mit Weigel, 66. spielt ja eine ganz starke Hinrunde. Oder sagen wir mal, eine Serie im alten Kalenderjahr, denn die Hinrunde ist ja noch nicht vorbei. Wir nehmen es ja wieder auf, dann am 22. Januar im Spiel gegen Leverkusen. Zuvor haben wir noch weitere Testspiele gegen Bielefeld, unter der Woche wieder 14 Uhr und nächstes Wochenende gegen St. Pauli. Dann die 75. Netz, Hermann, und so geht es dann am Ende doch. Ein verdientes 2:0. Rotation machte sich schon bemerkbar, so in den ersten 20 Minuten Halbzeit 2. Oldenburg auch komplett rotiert. Die waren unglaublich griffig und bissig, gerade in den Zweikämpfen. Am Ende dann aber doch die spielerische Leichtigkeit, Eleganz vielleicht auch schon. Und auch die individuelle Klasse sorgten dafür, dass es das 2:0 gab. Und dann nochmal aufgepasst. Hermann, Skelly und jetzt Chris Kramer. Und der will es ja schon fast feiern lassen. Hat ja seinen Vertrag verlängert. Super Parade von Militz. Das war dann die letzte Aktion in dieser Partie. Wichtig auch, dass es keine Verletzten zu beklagen gibt und gab während des Spiels. Hoffentlich dann auch hinten raus. Unter der Woche also gegen Bielefeld 14 Uhr geht es weiter. Daniel Farke wird zufrieden sein, dann St. Pauli am 22. Januar, dann gegen Leverkusen. Für das Spiel sind schon über 50.000 Karten verkauft. Apropos Daniel Farke, bei seinem Ex-Club hat ein ehemaliger unterschrieben, den er auch kennt, nämlich mit David Wagner.